Verspielt. Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Verspielt. Unglaublich, aber wahr, verschollene Charaktere sind auch wieder zurück. Sarah ist dabei. Hallo. Und da dahinter sitzt auch Ilvi und sie wird, oder beide werden mich jetzt unterstützen, in dem Fall bei einem Unboxing von Disney Lorcana Boostern. Wieso? Was hat dich dazu jetzt bewegt, dass du wieder mitmachst oder mal in einem Video dabei bist? Ja, weil Disney einfach toll ist und diese Art von Spiel habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr gespielt und das ist ein Spiel, das so zwischendurch mal geht, wenn die Kleine schläft und ja, deswegen also, können wir das jetzt eher wieder spielen als andere Spiele sozusagen. Also kurz zusammengefasst, Sarah ist ein riesiger Disney-Fan ja. Und irgendwie war das jetzt so eine gute Gelegenheit, sie endlich wieder mal doch vor die Kamera zu locken und ich bin schon gespannt, welche Karten hier drinnen sein werden, ob da eine Enchanted-Karte in diesem Booster-Display drinnen ist. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Schauen wir halt mal rein, was es hier so gibt. Bevor es wirklich losgeht, irgendwelche Quietschgeräusche oder Schmatzgeräusche oder vielleicht auch Freudenschreie kommen dann eben von Ilvi. Es ist aber halt jetzt ein sehr authentisches Video mit kleinen Baby. Gut. Das andere ist. Ich würde sagen, schauen wir uns dann mal die ersten Booster an. Okay. Ilvi ist schon gespannt, genauso wie ich. Dann legen wir mal mit dem ersten Booster los. So gespannt bist du. So. Wir haben hier Dr. Facilier. Also diese gewöhnlichen Karten sind ja immer zu Beginn. Wir haben Meg, wir haben Mickey Mouse, den Detektiv. Peter Pan, den finde ich ganz gut. Ja. Simba, den kennen wir den noch nicht. Den kennen wir noch nicht, ne? Den kennen wir auch noch nicht. Cerberus. Herkules? Wahrscheinlich. Aber ziemlich, also keine Ahnung, bin ich nicht so bewandert. Du bist die Disney-Expertin. Drachenfeuer finde ich sehr stark. Dann haben wir Sven. Really, Sven! Jumba-Jukiba. Lilly und Stitch, oder was ist das? Ja, Alien wahrscheinlich. Ich glaube. Eine. Oh, süß. Eine seltene Karte, Lilo und die Aurora, die haben wir dann schon insgesamt dreimal. Und als Foil haben wir die Mickey Maus, nochmal als Detektiv, war die jetzt sogar zweimal drinnen, zweimal die gleiche Karte. Und dann haben wir hier wieder dieses tapfere Schneiderlein-Gesicht. Okay, weiter geht's mit dem nächsten. So, oh, den kennen wir auch noch nicht. Archimedes von Bambi. Naseweis haben wir bereits. Oder auch Tinkerbell. Merlin. Mhm. Oder ist Archimedes, ja, ist das nicht? Ja, genau, Eule, ja. Stimmt. Ja. Merlin. Okay, Gaston. Der arrogante Jäger, genau, ich hätte es gesagt, eingebildet. Ja, Smee kennen wir schon. Ja. Diese Naseweis haben wir auch schon gehabt. Vajana, das ist dein Liebling, Daniel, gell? Ja, nur die Musik von Vajana. Stimmt. Der Film selbst finde ich nicht ganz so stark.
Wer bin ich am Anu nicht? Nein, Mulan, die gell? kennen wir auch noch nicht. Oh, da haben wir schon. Ne, von Jetzt. Tamator haben wir die blaue Karte in Foil glänzend. Maurice, haben wir auch noch Eine, nicht, jetzt gell? kommen die seltenen. Ja. Und Dr. Dr. Facilier. Facilier selten. Und was haben wir Den haben da? wir auch noch nicht. Einen Zauberbesen. gewöhnliche Foil-Karte Die wieder. haben wir schon. Schade. Bei Genau. Foil kann ja immer alles passieren. Da kann es ja. Das ist immer abhängig von den Symbolen hier unten. Da gibt es eben gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, super selten. Oder nein, nicht super selten, sondern episch auf Super Deutsch rare und und legendary. legendär. Jetzt ist gerade der Spielzeug runtergeflogen. So. Das nächste. So, weiter geht's mit dem dritten Haben Päckchen. da jetzt nochmal ein bisschen am Setup herumgefeilt, weil wir so Bugler da gestanden sind. Das werden jetzt nicht alle verstehen. Aber Gekrümmt dagestanden. so, Freund im Schattenreich, denn das kennen wir. Mickey Maus eben. Magische goldene Blume haben Die ist wir. jetzt auch in diesem einen Starter drin gewesen. Okay. Scar kennen wir Ja. auch schon. Timon. Haben wir auch schon einmal, wenn es der gelbe ist. Ja. Aladdin. Schwertkämpfer. Kennen wir auch schon? Ja. Okay. Triton bin ich mir jetzt nicht sicher, der könnte auch in dem neuen Starter drin sein. Und da, Goofy sicher den noch haben nicht, wir noch oder? nicht gehabt, nein. Lilo Die haben auch wir auch nicht noch in nicht der. gehabt. Jasmin Eine auch. seltene. Und was kommt danach? Eine legendäre Ui, Karte, Ursula. Ursula. Sehr cool, was kann sie? Wenn du diesen Charakter ausspielst, verlieren alle gegen dich Boah. Mitspielen eine Legende. Du darfst für jede auf diese Weise von nur Eine einer legendären Karte Karte ziehen, ziehen. cool. Drei Legendenwert, ihr haltet auch relativ viel aus. Und einen ungewöhnlichen Foil Olaf. Ja, den kennen wir auch. Ja, Okay. nicht schlecht. Nächstes. Das Aufmachen, da bin ich noch nicht wirklich richtig gut drin, muss ich sagen. Wir haben hier wieder diesen Dr. Facilier, den wir schon zuvor hatten. Wir haben Mac, haben wir auch schon gehabt. Irgendwie, die Booster, die ich aufmache, sind alle sehr ähnlich. Weil Mickey Mouse Detektiv, Peter Pan war drinnen, Simba war drinnen, Cerberus Drachenfee, das ist komplett genau. Jetzt ist es anders. Abschauen von Abschaum. den Ich glaube, wir haben Meerschaum, aber noch nicht Manuel, ja. Abschaum. Und dann haben wir Maximus, den haben wir auch schon einmal Ja, gehabt. genau. Und Herzog von Kitzbühel in Foil. Aber lustig, weil diese Karten sind absolut genau die gleichen Mit wie in Ja, dem hier Drachenfreunden. bis zu den legendären und seltenen. Also das ist 1 zu 1 ganz genau das gleiche Boosterpack. Bis auf die seltenen und Foil-Karten, die sind dann anders gewesen. Das ist aber eigentlich sehr lustig. So, weiter geht's. Das könnte auch wieder ein Ja. gleiches sein. Kennen Nein, ist wir? schon anders, oder? Haben Jetzt wir weiß auch ich. schon? Ja, na, Timur Tja, kommen wir kennen auch wir noch noch gar nicht. nicht. Gaston haben wir schon. Hakuna Matata. Haben wir auch schon. So, wieder den Tee. Bell, Ingenieurin. Kenne haben wir auch noch nicht. Haben wir schon? Okay. Haben wir auch schon. Ja, das ist jetzt wieder, sind wieder bei der seltenen und wir haben noch eine Den haben wir auch seltene noch nicht. Hans, drei Legenden macht er. Frozen. Und was ist die Foilkarte? Sergeant Sergeant Tips, Tipps. Den eine haben wir auch schon. gewöhnliche. Genau. Das Beste, was passieren kann, ist natürlich, wenn die Foilkarte, weil die kann ja jeden Seltenheitsgrad haben, wenn das irgendwie wie heißt's? Selten oder epische oder legendäre wäre. Das wäre natürlich super. Gut, so. Zur Abwechslung mal. Dr. Facilier. Mac. Das ist schon wieder Na, genau das ja. Gleiche. Mickey Mouse, Das ist Peter jetzt zum Pan, dritten Mal genau Simba. dasselbe. Ja. Na, der Nein, ist jetzt anders. der ist Donald neu. Duck ist anders. Die haben wir auch nicht. Ilse ist auch anders als vorher. Flynn Rider, den haben wir noch gar nicht. Cusco, eine Cusco auch seltene noch Karte nicht. und Lass jetzt los. was los? Und Und Gaston in Gaston. Foil. Naja.
kurzen Pausen sind zu entschuldigen. Da schauen wir immer, wie es hier gerade so geht, ob alles noch in Ordnung ist. Wir haben hier Freunde im Schattenreich. Wir haben Mickey Mouse. Wir haben die magische Blume, den Scar. Wir haben Timon und Aladdin. Und irgendwie kommt mir das auch schon bekannt vor wieder. Grey Matala, Cinderella, durchwühlen. Dann haben wir hier Hades, König des Olymp. Das ist sehr cool. Hades mag ich auch sehr gern. Als seltene Karte. Und dann haben wir hier eine epische Karte, wieder Aurora. Und dann haben wir eine Foilkarte, zerfetzen. So, weiter geht's mit dem nächsten Booster. Jafar, Aladdin, Jasmin, oh, das scheint ein Aladdin-Booster zu sein, wie sie jetzt. Elisa Eissurferin, heilendes Leuchten, das kenne ich glaube ich auch noch gar nicht. Ja. Prinz Eric, den haben wir schon mal gehabt. Schnell weg, glaube ich, kennen wir auch. Den gelben Löffel kennen wir noch nicht. Die Bratpfanne kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Dann haben wir Jago, den kennen wir schon. Der ist im Starter von Grün dabei. Eine seltene Karte. Und Malefiz, nicht eingeladen. Die ist, glaube ich, als im blauen Deck drinnen. Und das Biest gehört mir. Eine ungewöhnliche als Foil-Version. Wow! Wie gesagt, auch schon wow! Ganz angetan, was Mama und Papa da auspacken. So, weiter geht's. Oh, einen Zauberbesen kennen wir bereits. Durchbohrender Blick kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Und das ist die grüne Scheinze, oder? Ja. Aber haben wir noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Viel. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Nein. Den, das ist im Starter. Den Das kann auch sein, dass das schon dabei war. Die kenne ich nicht. Design im Starter, den wir jetzt erst gekriegt haben. Das ist Peter Pan. Stahl und Captain Hook. Weiß ich nicht. Kennen wir auch. Und jetzt wird es spannend dann gleich. Was haben wir da? Nimm eine Gegenstandskarte aus dem Ableger, stapel zurück auf deine Hand. Okay. Cool. Tamatoa, die Karte haben wir sogar in Foil, was ich ja besonders cool finde, weil er ja immer so auf glänzende Sachen steht und dann jetzt eine glänzende Karte. Das ist schon mal sehr cool. Und eine Foil, eine seltene Foil-Karte von Le Fou. Ja, wow. Das ist cool, gell? So, wir machen weiter. Wir machen weiter, gell? Ja, und wieder mal. Wir kennen das. Stampede, das ist sehr Gaston. Ähnlich. Ah, cool, das ist jetzt auch wieder sehr. Vanasse war dabei. Das ist neu. Die Kokosnuss. Von Mariana. So eine Starterkarte, ja. Ja, Kokosnuss. Das ist wenigstens ein sehr authentisches Video. Kronk, haben wir den schon nicht, gell? Den haben wir, glaube ich, nicht, ne? Der ist ja auch so cool. Oh, einen legendären Hades. Ja, cool, was könnte der? Aber was kann der? Könnte da ein Haken sein? Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen gegnerischen Charakter deiner Wahl verdeckt in den zugehörigen Tintenvorrat legen. Stark. Boah, zwei legendäre Karten. Boah, geil. Malefiz Drache. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du den Charakter. Oh, mega stark. Sehr cool für rotes Deck. Und Teamwork in Foil. Es wäre jetzt natürlich übertrieben gewesen, wenn da nur Foil-Seltene oder epische oder legendäre gewesen wäre. Cool. Irgendwie kann es gar nicht mehr aushalten. Voll cool. Ja. Freunde im Schattenreich. Mickey Mouse ist auch wieder sehr ähnlich, oder? Mickey Mouse, Golden. Ja, da haben wir genau das gleiche Deck schon mal gehabt. Da kann ich es gleich daneben, also den gleichen Booster.
Timon, ja. Aladdin und dann wird es anders bei den. Ja, bei diese gewöhnlichen sind immer gleich. Die ungewöhnlichen werden dann anders. Haben wir auch schon. Okay. Eine seltene Taschenuhr, das weiße Kaninchen. Wow, und Ganto, legendär Charaktere, die zwei oder weniger kosten, können deine Charaktere nicht herausfordern. Und eine, nein, zumindest ungewöhnliche Foil Elsa. So, Jaffa. Möglich, dass es wieder ein Aladdin, die gewöhnlichen Karten, okay. Ist genau das gleiche, das sind scheinbar irgendwie so vorsortiert, da gibt es immer die gleichen Abläufe. Anders wird es bei den ungewöhnlichen, Auge der Moan, die haben wir noch nicht. Mickey Maus. ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video gehört hat, vielleicht auch nicht. Es war auf jeden Fall Ilvi, sie musste etwas loswerden. Ich beschreibe es mal schön. Sich in der Windel jetzt alles. Zeus als seltene. Und eine, schau mal, Sarah, TK als epische Karte. Diese kann nicht erkunden und muss in jedem Zug herausfordern. Und eine seltene Foilkarte. Und zwar Stitch. Drei Legenden. Cool. Würde mich auch interessieren, ob es da was anderes gibt, außer das Schneiderlein, aber wahrscheinlich nicht. So, Madame Commode. Herzog von Pitzbühel, diese Zusammenstellung hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Simba, jetzt kommen wir zu den ungewöhnlichen. Kapitän, das kennen wir auch noch nicht. Schicke einen Charakter, der Gegenstand der zwei oder weniger kostet, auf die zugehörige Hand zurück. Dann haben wir Jasper, den kennen wir schon. Und jetzt seid bereit, verbanne alle Charaktere. Boah, das ist ziemlich stark. Und dann haben wir zu zugehörig Simba und als Foil Hakuna Matata. Also das war ein Löwen, ein König der Löwenbooster. Irgendwie habe ich immer entweder Archimedes oder... Ja, das kennen wir eh schon wieder. Das ist eh wieder die gleiche Zusammenstellung von denen. Ja. Einfach das Feuer... Anna. Die haben aber, glaube ich, auch schon in einem Booster gehabt. Jetzt nicht da in dem, sondern die da bei den Starterdecks dabei waren. Jasper kennen wir auch. Captain Hook. Captain Hook, selten. Und Maui. Selten. 8-8. Und was haben wir für eine Foilkarte? Einen Stitch. Gewöhnlichen Stitch. Wir sind schon... bei Nummer 15 angekommen. Das heißt, 9 müsste es dann noch geben. Meerschaum hatten wir auch schon. Horace, Teamwork. Pongo finde ich sehr cool als gewöhnliche Karte, weil er wendig ist. Das ist ja irgendwie so wie Fliegen bei Magic. Goofy wieder. Oh, Donald Duck, den kennen wir auch noch nicht. Musketier Donald Duck. Deine Musketiere erhalten in deinem Zug Wendig. Und jetzt? Eine. Haben wir die gelbe war ja auch noch schon gehabt? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Was ja noch. Ja, nein, oh ja, die ist. John Silver, legendär. Das ist der Schatzplanet, oder? Ich habe keine Ahnung. Wenn du diesen Charakter ausspielst und jedes Mal, wenn er erkundet, erhält ein gegnerischer Charakter deiner Wahl in seinem nächsten Zug impulsiv. Er kann nicht erkunden, muss herausfordern. Nicht schlecht. Und wieder einen glänzenden Tamator. Ich glaube, wir müssen jetzt kurz mal unterbrechen und Ilvis Windel ausräumen. Es wird ja dann gleich weitergehen. So, wir sind wieder zurück nach einer kleinen Unterbrechung.
Aber das war sehr dringend. Weiter geht's. Das hatten wir auch schon mal. Mit schnellen Schnitten, ja, das haben wir glaube ich auch schon. Den Olaf kennen wir schon. Das haben wir auch schon. Voll war das glaube ich vorher. Schwert der Wahrheit. Verbanne diesen Gegenstand. Verbanne eine Schurkin oder einen Schurken deiner Wahl. Okay. Wappenrock der Musketiere. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere mit Beschützen verbannt wird, darfst du eine Karte ziehen. Naja, Karten ziehen ist immer gut. Ursulas Kessel. So, dann haben wir wieder mal Archimedes und Stampede und so weiter und so fort. Das kennen wir bereits. Dann haben wir hier eine Aurora, eine Ariel, einmal den Gronkh und einen seltenen Genie. Einen seltenen, ja, den haben wir schon in einem normalen Booster drinnen gehabt. Das ist auch nicht schlecht. Aktionen, wenn man vor allem hat, können wir da gratis spielen. Fischgrätenfeder. Keine Ahnung, wo gehört die hin? Ariel? Ja, Ursula. Mein Sonnenangebot ist eine kurze Ursula. Lege eine beliebige Karte aus deiner Hand verdeckt in deinen Tintenvorrat. Boah, da kann man sehr schnell seinen Tintenvorrat auffüllen. Das ist auch nicht schlecht. Und haben wir den gerade vorher gehabt? Den Kessel in Foil? Ja. Dann haben wir den zweimal in Foil. Ich mache gleich weiter. Ein alter Bekannter. Kennen wir. Ja, auch. Jetzt hast du den Flynn Rider. Haben wir schon. Na, vorher war es. Oder? Oh ja, war das schon? Gehabt. Okay. Ursulas Muschelhalskette. Wenn du ausspielst, darfst du eins bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Und das Biest, ein legendäres Biest. Wenn diesen Charakter ausspielst, erschöpfe alle gegnerischen, beschädigten Charaktere. Boah, cool. Und eine legendäre Foil. Also das ist auch ein Zufall. Zweimal legendär und einmal dann in Foil gleich die gleiche Karte. Mega. Sehr cool. Wie gefällt das Geräusch, gell, wenn wir das aufmachen? Ich habe diese Karte noch nie so gesehen. Einfrieren, das heißt, wir haben hier neue gewöhnliche Karte. Gestohlener Säbel. Entwickle dein Gehirn. Abu. Haben wir den schon gehabt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist der im Starter, drin? Pumper. Den haben wir auch noch nicht. Spiegel des Biests. Und dann kommen wir zu Rapunzel. Die gibt es, glaube ich, im Starterdeck. Die sechste haben wir schon. Rafiki, der sei im Starterdeck. Dr. Fasilies Karten kenne ich noch nicht. Und dann haben wir die Cruella, die gibt es halt in Foil in ihrem Starter. Und Ariel, spektakuläre Sängerin. Wenn du diesen Charakter ausspielst, schaue dir die obersten vier Karten deines Decks an. Du darfst eine Liedkarte daraus aufdecken und auf deine Hand nehmen. Unter dein Deck und... Oh, Sarah! Geil! Robin Hood in Foil. Das ist cool. Also Robin Hood ist ja mein persönlicher, absoluter Disney-Lieblingsfilm. Da freue ich mich gleich umso mehr, wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens eine gegnerische Person mehr Karten auf der Hand hat, als du, zieh eine Karte. Wow, geil. Ich werde mir ziemlich sicher ein blaues Deck bauen, Sarah. Und er hat Wendig. Super. So, die kennen wir bereits. Haben wir auch. Flynn Rider und Malefiz, selten. Und da wird sich der Franz freuen, weil dann haben wir schon zweimal seinen Aladdin, den er unbedingt haben möchte. Schöne liebe Grüße an dieser Stelle. Franz. Und einen gewöhnlichen Peter Pan in Foil. Also Enchanted wird schon schwierig. Wir haben nur mehr vier Booster. Enchanted sind ja diese ganz, ganz seltenen Karten. Dann mache ich gleich weiter noch. Oh, das ist eine... War noch nie jetzt halt an erster Stelle. Minimaus kenne ich glaube ich auch noch gar nicht. Dinglehopper. Herkules. Ja, den haben wir schon. Okay. Sogar ein Foil. Den Marshmallow. Haben wir den schon? Ich glaube, der war auch einen drinnen. Bin mir jetzt gar nicht sicher.
Was kann der? Wenn dieser Charakter durch eine Herausforderung verbannt wird, darfst du diese Karte zurück auf deine Hand nehmen. Oh, Rockstar Stitch, der ist auch cool. Jedes Mal, wenn du einen Charakter ausspielst, jetzt zwei oder weniger, darfst du jenen erschöpfen, um eine Karte zu ziehen. Und ein Simba. Seltener Foil Simba. So, dann haben wir wieder mal Dr. Fasilier. Das ist aber eine andere Zusammenstellung. Horace, Jasmin, Elsa, Spiegel, eine Aurora, ein Goofy, ein Donald, das kennen wir auch schon. Ein Dr. Fasilier, selten, haben wir den schon gehabt? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh ja, ja. Aber wenn wir dann zurück auf die Hand nehmen, das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir nochmal den Rockstar Stitch zum zweiten Mal und den Wuchtschlag in Foil. Vorletztes Kartendeck, Sarah. Das kennen wir wieder. Nichts Neues dabei. Jetzt wird es wieder spannend. Du darfst es nicht so schnell machen. Maui in selten. Captain Hook in selten. Und Abschaum in Foil. Auch eine seltene. Sehr cool. Letzte? So, letzte Chance auf eine Enchanted Karte. Malefiz haben wir da schon mal. Naseweiß. Die magische Blume. Hey, Goofy, den Draufgänger, den kenne ich noch nicht jetzt. Hey. Herkules. Bei den gewöhnlichen. Rapunzel, bei den ungewöhnlichen. Rafiki. Und die Karten. Seltener LeFou, den haben wir, glaube ich, schon mal gehabt jetzt vorher. Ein seltener Captain Hook, den haben wir auch noch nicht gehabt. Und letzte Chance. Eine gewöhnliche Elsa. Foil Elsa. Ja, das war jetzt das große Öffnen von diesen Booster-Packs. Ja, also ich finde, ich bin zufrieden mit der Ausbeute. Ich meine, natürlich hätte ich gern hier eine Enchanted-Karte drinnen gehabt, logisch. Aber auch mit den Foil-Karten, dass da zwei legendäre dabei waren. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Und was halt jetzt das Tolle ist, mit diesem Booster können wir tatsächlich, also mit diesem Display können wir halt tatsächlich anfangen, die Decks selbst zu bauen und jetzt nicht mehr mit den Starter-Decks zu spielen. Und ja, wir werden auf jeden Fall noch ein gesondertes Video machen mit unserer Meinung, kurzer Erklärung von Lorcana, wo wir dann vielleicht auch noch kurz auf unsere Decks und die Starter-Decks eingehen werden und welche jetzt, ja, wie sie uns gefallen haben und ob sich das auszahlt, die Starter zu holen oder nicht. Genau. Okay. Und Ilvi ist wahrscheinlich oder ja, sehr sicher auch wieder dabei. Gut. Wir sehen uns dann bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Unboxing der etwas anderen Art. So eins hat es ja noch nie gegeben, in mehreren Hinsichten. Zu dritt. Zu dritt nicht und so irgendwie Trading Card Game mäßig natürlich auch nicht. Ja, lasst uns gerne einen Kommentar da. Sagt uns, was ihr von Lorcana hält. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.